So, hallo, heute gibt es ein neues Tutorial. Ich habe leider ein bisschen wenig Zeit gehabt die letzte Zeit. Aber ich wurde gefragt, ob ich euch nochmal ein paar Sachen zu den Datenbanken erklären kann. Und das mache ich natürlich gerne. Dazu habe ich mir hier auf dem Schiff erstmal ein Board und eine Datenbank hingebastelt. Und die sind noch nicht verbunden. Die können auch bis jetzt noch nichts. Können wir mal mit Steuerung L reingucken. Und ihr seht, also der ist komplett jungfräulich, dieses Board hier. Sage mal. So. Mit B und dann hier mit der 6 bei mir, das Link-Tool, kann ich jetzt das verbinden. Das heißt, ich habe jetzt die Datenbank mit dem Programming-Board verbunden. Wie kann ich jetzt damit arbeiten? Ist relativ simpel. Erstmal wieder aus dem Baumodus raus. Bisschen langsam heute, so Steuerung L. Jetzt habe ich hier Slot 1 und das nennen wir mal DB für Datenbank. Jetzt können wir bei Unit, Add Filter, jetzt machen wir hier, ist alles ein bisschen neu, hier Start. Und wir machen hier bei Start, machen wir hier erstmal, sagen wir mal eine Variable und nennen die Variable 1 ist gleich, Variable ist gleich Hello. Ja, so. Und das ist, was wir jetzt hier haben. Und jetzt könnten wir das ausgeben. Jetzt sagen wir hier, was sagen wir jetzt hier? Jetzt sagen wir hier System.print Variable. Ja? Na, so. Machen wir Hello World from Program. So. Apply. Jetzt aktivieren wir das und jetzt sehen wir links unten Hello World from Program. Jetzt machen wir als nächstes. Wollen wir das Ganze ja in die Datenbank pumpen. Das heißt, wir machen jetzt hier Variable, nee, Quatsch, DB. Aber jetzt wissen wir nicht genau, wie das geht. Also gucken wir hier links in den Cancel, in den Codex. Suchen uns hier Data Bank aus. Wenn man das nicht ganz weiß, dann sagt es, aha, get keys, has key. Set String Value. Ah ja, schau mal an. Set String Value, Key Value. Und zum Rausholen Key. Also. Das ist schon ganz schön langsam. Ich brauche unbedingt einen neuen Computer. So. Start. Also, jetzt sagen wir db.set String Value. Und wir machen mal an der String Value. Dann brauchen wir irgendeinen Key. Den Key nennen wir mal 1. So. Der kann irgendwas sein. Es könnte, glaube ich, auch eine Zahl sein oder ein anderes Objekt. Das, soweit ich weiß, wurscht. Und jetzt machen wir hier, setzen wir rein Variable. Ja, weil da ist ja jetzt hat, das Ding hier drin. Dieser Wert ist drin. Ja? So. Jetzt machen wir. db.getStringValue und machen hier auch wieder 1 und das weisen wir einer Variable zu, sagen wir hier 1, also meine Variable hier heißt 1 ist gleich das. Das heißt, das hier hole ich wieder aus der Datenbank raus und in der Datenbank müsste ja jetzt Hello World from Program drinstehen. So, und jetzt sage ich hier SystemPrint, aber nicht mehr Variable, sondern 1. Apply. Activate. Also Hello World from Program. Jetzt wollen wir das natürlich ändern. Also machen wir wieder F, Steuerung L. Jetzt sagen wir, wann könnten wir das machen? Wir sagen zum Beispiel, wir machen einen neuen Filter und sagen ein Tick Update. UPD, so reicht, ich bin faul heute. Also machen wir hier Unit.set Start Timer, glaube ich, heißt das, ne? Start Timer oder Set Timer? Gott, wenn man das 3 Tage nicht macht. Start, glaube ich. Start Timer. Wir werden es sehen. Und nennen den UPD. UPD,3. So, in 3 Sekunden tut der was. Und zwar in 3 Sekunden. Wir merken uns mal das hier. Ne, wir merken uns das hier. So, also wir merken uns String Value 1. Wir machen nicht mehr Variable, sondern wir machen jetzt hier Update from. Update. Oder sagen wir hier Hello from Update. Ja, es hat String Value und rausschreiben tun wir es wieder genauso. System Print
getStringValue. Das können wir jetzt auch so machen und machen das direkt hier rein. Geht auch. So, was passiert? Ich sage es nicht. Ihr schaut links unten. Script Error, weil ich. Heißt nicht. Es heißt Set Timer. Für eine 50-50 Chance. So, links unten. Hello World from Program. Hello from Update. So. So kann man ganz einfach eine Variable in das Ding hier reinspeichern. Im Prinzip ist es ein Key-Value-Store. Also man hat Keys, in dem Fall 1, Value, Variable oder irgendein String und kann mit setStringValue, getStringValue kann ich das reinspeichern. Ich kann aber auch komplexere Sachen machen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier sagen, 1 soll nicht sein Hello World from Program, sondern wir machen aus der Variable was anderes. Variable ist ein Objekt. Obwohl, wir machen wir mal anders. Damit ihr das nachvollziehen könnt, ich werde das ins GitLab hochladen. So, das hier ist Beispiel 1. So, jetzt machen wir hier unten Beispiel 2. Beispiel 2. Dann nehmen wir jetzt ein Objekt, das nennen wir mal Data und das ist irgendwas. Eine Table. So. Data kann zum Beispiel an Position nennen wir es mal Alpha gleich hier fängt es an sein. Data an Position Beta ist gleich 65. Und dann könnte man sogar noch machen Data an Position Gamma ist gleich, brauchen wir erst ein neues, Data, machen wir Inner. Inner ist gleich, auch wieder so ein Objekt, so ein Table. Inner, da können wir mal sogar sowas machen, hier so 1,2,3. 5. So, das sind jetzt einfach Werte, die stehen da in diesem Inner drin und Data Gamma ist Inner. Ja, also dieses Objekt hier wird jetzt diesem Gamma zugewiesen. Das heißt, können wir eigentlich so machen. Ja, so Data ist das. Jetzt könnte man Data hier reinspeichern. db.setStringValue, wir nennen es einfach mal Data. Daten, damit ihr seht, dass es was anderes ist wie das andere. Machen hier Data. Und das funktioniert nicht, weil Data ist leider kein String. Deswegen gibt es jetzt hier eigentlich ein Error. Ist ihm aber wurscht. Daten from db ist gleich db.getStringValue. Könnte sein, dass sie das geändert haben. Kann das sein? Kann nicht sein. Und wir machen system.print. Ah ne, wir machen das so. System.print Daten from db. Punkt Alpha. Ja? Machen wir ganz kurz hier, damit ihr das oben seht. System Data. Punkt Alpha müsste jetzt hier, also hier fängt es an sein und das müsste auch hier fängt es an sein, ja? Also wir printen hier Data Punkt Alpha. Das macht Lua so. Man könnte auch Data und dann eckige Klammer Anführungszeichen machen. Anführungszeichen eckige Klammer. Das müsste genauso gehen. Apply. So, und das müsste aber eigentlich, hier fängt es an, genau, in der Datenbank, aus der das ist interessant. Früher gab es da mal eine Fehlermeldung, irgendwie scheint die Fehlermeldung verschluckt worden zu sein. So, warum geht das eigentlich nicht oder darf nicht gehen? Weil das hier müsste eigentlich noch in ein Dings konvertiert werden, in einen String. Und das ist ja kein String, das ist, wenn wir das jetzt mal printen, also wir machen einfach mal System.printData, System.printData, dann seht ihr, da kommt nichts. Und früher war es so, dass die Konsole wenigstens einen Fehler geschmissen hat.
Jetzt schmeißt die Konsole gar keinen Fehler mehr. Man muss erstmal noch gucken, warum die keinen mehr schmeißt. Das ist ein bisschen blöd. Okay, wir müssen das zu JSON konvertieren. JSON ist ein Datenaustauschformat, JavaScript Object Notation. Notation, ja. JSON, da haben wir gleich so eine eingebaute Bibliothek und wir können das encoden und decoden. Also, und wir müssen, wenn wir das in ein, wenn wir das hier reinpumpen, dann müssen wir, so 50-50 Chance, encode oder decode. Encode Data. Wir machen das erstmal hier, encode Data. Und jetzt müsste das ja printen, ja? So, guck mal, was er sagt. Ah ja, jetzt seht ihr hier unten. Jetzt ist es ein String. Jetzt ist es so ein richtiges, schönes JSON-String. Und diesen JSON-String, den können wir jetzt auch in die Datenbank pumpen. Ja, ich kopiere das jetzt einfach mal. Das oben ist nur zum Printen. So, und jetzt schmeißen wir das in die Datenbank. Und jetzt, wenn wir das jetzt nochmal machen, dann würde das in die Datenbank schmeißen. Aber wir müssen es ja erst wieder in ein Objekt zurückverwandeln. Das heißt, wir machen jetzt hier aus dem Ganzen ist ein JSON-Punkt, von Encode gemacht haben, ist jetzt Decode. Also Encode, dekodieren kann man sich merken. Also das ist kodiert als JSON, Encode, und dekodiert als Objekt. So, und jetzt müsste hier das gleiche Objekt sein wie das da. Ja? Wir haben es nur in die Datenbank geschmissen und holen es jetzt hier wieder raus. Jetzt gucken wir mal. Hier fängt, ja, vielleicht müssen wir, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen. Jetzt machen wir hier mal, damit man das. Machen wir hier mal System Print. Bisschen, dass man das Beispiel 2. Doppelpunkt, dann wir schreiben es in die DB. Wir holen es aus der DB. So, vielleicht kann man das jetzt hier unten. Achso, und dann machen wir vielleicht aktiviert. Also, wir schreiben es in die DB, wir holen es in der DB. Wir holen es aus der DB. Da hat er jetzt tatsächlich auch wieder ein Problem. Dass er das mit dem Alpha hier, glaube ich, nicht mag. Manches Mal bringt mich Lua echt in Zweifel. So, wir holen es aus der DB. Und da holt das jetzt nicht aus der DB, obwohl er es reingeschrieben hat. Weil ich was nicht gemacht habe. Irgendwas habe ich vergessen. Also hier unten würden die Fehler stehen. Ah, das sind, habe ich das übersehen vorhin? Aber eigentlich nicht. Wir schreiben es in die DB. DB set String Value. Wir holen es aus der DB. Das ist ja ein Alpha. Get String Value is Daten. Das passt auch. Wir decoden das. Print Daten from DB Alpha. Alpha müsste, hier fängt es an sein. Müssen wir erstmal den anderen Span hier ausmachen wieder. Also, das kommentieren wir mal fix aus. Und zwar geht es mit minus minus, Klammer, Klammer. Und dann die zwei Klammern hier wieder. So, System Print, Beispiel 2, ganz kurz schauen hier. Data ist der Schmarren hier, so Data Alpha. Hier fängt, ach ja, steht doch auch da. Ich bin lustig, hier fängt es an, genau, also. Ja, so, jetzt können wir. Ah, das hat wahrscheinlich vorhin sogar funktioniert. Das, wenn man das alles nüchtern macht, ist echt schwierig. Jetzt probieren wir das nochmal aus hier, mit, ob das mit dem Punkt funktioniert. Alpha. Hier fängt es an, genau. Wir holen es aus der Datenbank, hier fängt es an. Ihr habt es natürlich richtig gesehen. Hat schon vorher funktioniert, ohne dass wir was machen mussten. Ich habe nur das nicht richtig interpretiert, hier nicht richtig lesen können. Gut. Die anderen Dinge hier gehen genauso. Das heißt, wir können jetzt hier auf dieses Alpha zugehen und sagen,
Wir machen hier Alpha, Beta, Beta, ups, Beta, nicht so, und Gamma. Gamma ist jetzt aber was Besonderes. Gamma ist ja wieder ein Objekt und da können wir jetzt zum Beispiel sagen, also da ist jetzt eine Liste und da könnten wir jetzt zum Beispiel machen, dann machen wir jetzt ein for key, value in iPairs, nicht in Paris, sondern in iPairs, Daten, ups, Klammer dazu, aus diesem Daten from Object, from DB Gamma, do, und dann machen wir hier das Value, wollen wir printen und sagen hier end. So, das müsste eigentlich ausgeben 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, genau. Und die 65 haben wir davor gehabt. Das war Beta. So. Also, wir haben ein komplexes Objekt. Naja, komplex. Also, wir haben ein Objekt mit innerem Objekt. Doch, es ist komplex. Man kann es komplex nennen. Es ist komplex für Anfänger. Sagen wir es mal so. Haben das in die Datenbank geschrieben und haben es dann später aus der Datenbank wieder rausgeholt. Natürlich ist das nicht darauf beschränkt, dass man das hier in diesem einen Screen macht, sondern wir können das hier Daten from DB auch einfach rausnehmen hier und ich stecke das mal hier in Update rein. Daten, wir holen es aus der DB und damit wird das andere hier zack und so und dann brauchen wir den Unit Set Timer wieder und activaten. Wir schreiben es in die DB, 21, 22, 23 und jetzt kommt es außer der DB und das passiert jetzt alle 3 Sekunden, also da müssen wir den Timer wieder stoppen und so. Aber ihr seht, man kann das überall holen. Man kann das natürlich jetzt auch von jeder anderen Datenbank, die hier dran hängt oder von jedem anderen Board abholen, die Daten. So, ich packe das ins GitLab und ich packe euch auch direkt einen Link in die Videobeschreibung dazu. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, bitte her damit. Ich freue mich, wenn ich euch weiterhelfen kann. Und ansonsten viel Spaß beim Programmieren. Und schreibt mal, was ihr gerade programmiert, was eure Ideen sind und wo es bei euch gerade hängt und was ihr so machen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und hier Like und Abo und so Scheiß, wisst ihr alles, ne? Bis dann, schönes Wochenende.